Hey ho Leute, hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Classic Review von Transformers. Heute mit der Generation 1 Serie der Trutelbots. Ja, die einen mögen sie, die einen hassen sie bis aufs Blut, weil sie meinen, es sind keine richtigen Transformers. Mir egal, ich bin froh, ich habe sie mir zugelegt damals und hab's bis heute nicht wirklich bereut, weil sie einfach doch ein kleines Goldstück in jeder Sammlung sind. Ja, da fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit Searchlight, Goldbug, Rollbar, White Load, das muss ich gerade überlegen, Freeway und Chase. Genau. In der Reihenfolge, ja, die Verwandlung ist bei jedem identisch, absolut, auch wenn es verschiedene Modelle sind, absolut gleich. Was sie damals ausgemacht hat, war einfach, dass sie klein, kompakt, niedlich waren, ohne große Bemalung, ohne alles. Und sie hatten einen Aufziehmotor. Sehr lustig, aber trotzdem ziemlich geil. Bemalung oder auch Scheiben hatten sie irgendwie nicht was Besonderes. Meistens haben sie vorne eine komplett aufgedruckte Scheibe und an der Seite Sticker. Das war so früher ziemlich üblich. Auch hier, man sieht es hier, vorne aufgedruckt und an der Seite sieht man, die Balken sind angedeutet, deutlich heller als das restliche Plastik. Trotzdem halt ziemlich nett. Was mich auch noch sehr gewundert hat bei diesen Figuren ist, dass manche von ihnen mit einem richtigen Autobot-Symbol ausgeliefert wurden und manche hatten ein, ja, wie es unter den neueren Fans von Transformers bekannt ist, ein Reveal the Shield-Symbol. Das war quasi ein Symbol, wo man quasi mit Körperwärme die Zugehörigkeit quasi festgestellt hat. Ich muss nur sagen, die Symbole haben nach all den Jahren deutlich darunter gelitten, dass sie nicht benutzt wurden. Ich denke mal, das liegt einfach an der Zusammensetzung des Materials. Sie zeigen einfach keine Zugehörigkeit mehr an. Ja, ich denke mal, der Flüssigkristall, der unten drin ist, der funktioniert nicht mehr. Der hat wahrscheinlich das Verfallsdatum schon längst überschritten. Ich denke mal, das ist bei allen so. Können wir nochmal hier testen. Nein, geht nicht mehr. Sehr schade, aber so ist es nun mal. Dann kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die ist, wie gesagt, ziemlich simpel. Einfach an der Seite die Teile, die Seitentüren hoch. Ihr seht auch schon hier angedeutet kleine Finger. Sehr niedlich. Und dann einfach nur einmal hochklappen. Und die Rückseite umklappen. Und anschließend den Motor rein. Ja, selbst im aufrechten Modus verwandelbar, aufziehbar. Sehr cooler Kopf für die damaligen Verhältnisse von Searchlight. Dann kommen wir jetzt einmal mal zu Goldbug, einer der berühmtesten Charaktere, weil er quasi wie eine Art Bumblebee war. Eigentlich ist Goldbug Bumblebee, er hat aber irgendwann eine goldene Farbe bekommen, wurde dann einfach nicht Bumblebee, sondern Goldbug genannt. Halt Käfer, goldener Käfer. Ja, passt ja an halt auch. Hinten leider keinerlei Sticker und nichts, das heißt ziemlich simpel. Die Verwandlung auch hier ziemlich identisch. Hochklappen, runter und zusammen. Auch hier ziemlich cooler Kopf. So. Jetzt kommen wir mal zu Rollbar. Auch ein relativ bekannter Charakter aus den Comics von früher. Auch sehr schön gehalten. Die Kopfdesigns von früher gefallen mir sehr. Schade, dass die heutzutage teilweise nicht mehr so umgesetzt werden. So, kommen wir zum nächsten. White Load. Baufahrzeug. Dann kommen wir zu Freeway. Auch hochklappen. Umklappen. So. Auch sehr simpel gehalten.
einmal zu guter Letzt, dann Chase. Ja. Die Truthlebots werden momentan auch komplett neu aufgelegt. Von einem Dritthersteller, Toy World. Momentan ist Chase und Roba mittlerweile als größere Figuren richtig schön detailliert, auch mit allen möglichen Kugelgelenken etc. neu rausgekommen. Ich denke mal, ich werde es mir auch definitiv holen. Ja, das war für heute erstmal mein klassisches Toy-Review. Kurz, aber trotzdem sehr schön, finde ich, um einfach mal euch zu präsentieren, wie damals die Turtlebots, die Toys halt aus den 80er Jahren aussahen. Ich finde einfach nur geil. Sie passen auf jeden Fall in meine Sammlung und sie machen auch ordentlich was in der Vitrine her. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns bei meinem nächsten Toy-Review und ich wünsche euch was. Bis demnächst, euer Rexfor.